Herzlich willkommen zurück in meiner Küche zur wunderbaren Kürbiszeit. Ich nehme dazu den Butternut-Kürbis. Im Vergleich dazu, Sie erinnern sich vielleicht, der Hokkaido kann mit Schale gegessen werden. Den Butternut teilen wir in der Mitte auseinander und schälen ihn dann. Es ist ein sehr harter Kürbis, braucht man ein bisschen Gewalt. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, was das Schöne an dem Butternut-Kürbis ist. Ich schneide mal den Stiel erst ab. Sie haben nämlich hier in dem Stiel 100% Fruchtfleisch und haben auch unten im Körper auch nur hier wenig Kerne innen drinnen. Das heißt, Sie haben hier ganz viel Fruchtfleisch, das Sie auch verwenden können und das wir in der Küche dann, ja, wo Sie einfach schöne Würfel schneiden können, dass Sie gut weiterverarbeiten können. Gut geht es immer, wenn Sie das mit so einem Sparschäler reihum schälen. Also Sie schälen ihn reihum, dann kommt Ihr Kürbis so heraus aus dem größeren Körper unten. Da kann man am besten mit einem Löffel, wenn Sie da so reingehen, kann man das Fruchtfleisch oder das weiche Fleisch mit den Kernen herausnehmen. Und auch hier sehen Sie, im Vergleich zum Hokkaido-Kürbis haben Sie hier unheimlich viel Masse, die Sie dann auch als Kürbis weiterverarbeiten können.